Aller Anfang ist schwer. Oder wie ich Lernvideos erstelle. Ein Lehrer wird oft in unserer traditionellen Vorstellung als Autoritätsperson wahrgenommen, als die Person, die das Wissen in sich trägt und auch weitergibt. Lehrer fürchten sich bis zu einem gewissen Grad davor, Technik einzusetzen. Schüler kennen sich aber am Computer oder am Smartphone teilweise besser aus als Erwachsene. Das Projekt Gesehen, Gefilmt, Gelernt hat den Schülern schöne Möglichkeit gegeben, die deutsche Sprache auf kreative Weise zu verwenden und ihre Schreib- und Sprachfertigkeiten zu verbessern. Die Organisatoren des Videowettbewerbs bieten in Form von Online-Seminaren Unterstützung für alle Teilnehmer. Und alle diese Webinare können Sie sich online ansehen. Der erste Videowettbewerb fand 2013 statt. Es gab drei Kategorien: Grammatik, Wortschatz, Lieder. Meine Schüler wählten die Kategorie Lieder, weil Singen unser Element war. Der Song »Komm, wir malen uns das Leben« von Sternblut ging mir und meinen Schülern unter die Haut. Die Wahl wurde getroffen. 25 Zeichnungen schenkten uns die Schüler der Grundschule. Sie haben das Leben mit allen bunten Farben gemalt. Erfolgreiche Idee brachte uns aber keinen Erfolg. Wir haben den weit verbreiteten Fehler begangen. Nicht lizenzfreie Musik wurde von uns genutzt und verwendet. In kurzer Zeit mussten wir den Film von neuem editieren. Also Schritt 1. Bilder, Musik, Fotos unter freier Lizenz plus selbstgesungenes Lied plus Zeichnungen plus Kamera plus Fotoapparat plus Untertitel plus Pinnacle Studio Programm ist Lernfilm 1. Wir malen Musik, malen unsere Stimmen, malen in Farben der Melodie, nachdem was sie zusammenhält. Wir malen Gefühle, malen glücklich und froh, traurig und wütend, Liebe und Einsamkeit. Komm, wir malen uns das Leben, komm, wir malen uns die Welt, mit allen den Farben, Tönen, Tiefen und mit allem, was uns gefällt. Komm, wir malen uns das Leben, komm, wir malen uns die Welt, mit allen den Farben, Tönen, Tiefen und mit allem, was uns gefällt. Zum zweiten Videowettbewerb 2014 haben wir schon freie Bilder und Musik auf den Internetportalen gefunden. Kostenloses Audacity-Programm hat den qualitätsvollen Ton des Films ermöglicht. Unser Lernfilm Ägypten hat den zweiten Platz in der Kategorie Lieder belegt. Wir waren froh. Vor vielen tausend Jahren war in diesem Land ein stolzer, mächtiger König, der Pharao, bekannt. Tutanchamun und Echneton hatten große Macht. Sie wohnten in Palästen voll Reichtum und voll Pracht. Also Schritt 2. Lizenzfreie Bilder und Musik plus selbstgesungenes Lied plus Audacity-Programm plus Pinnacle Studio Programm plus Untertitel ist Lernfilm 2. Seit der zweiten Klasse versuchen meine kleinen Schüler mit Hilfe eines Bleistifts oder Filzstifts einfache Motivbilder zu zeichnen, um kurze Geschichten, Erzählungen zusammenzustellen. Das macht ihnen immer Spaß.
Diese Zeichnungstechnik heißt Croquis. Sie gefällt mir sehr und ich empfehle sie weiter. Die Croquis-Technik haben wir in unserem nächsten Lernfilm Wortfolge eingesetzt. Der Schüler der 4. Klasse, Vlad Abrosimov, wurde zum Sieger in der Kategorie Grammatik. Die Zeichnungen waren zuerst auf einer Papierliste dargestellt und danach mit dem Programm Paint to Say in den Film übertragen worden. Er schreibt, er malt, er sitzt, er steht, er singt, er springt, er kommt, er geht. Schreibt, er malt, er sitzt, er steht, er singt, er springt, er kommt, er geht, er. Nein. Also Schritt 3. Text aus dem Lehrbuch plus Musik plus Zeichnungen in der Croquis-Technik plus Paint Tool Sai, plus Audacity Programm, plus Pinnacle Studio Programm, ist Lernfilm 3. Es gibt auf den Internetportalen viele Software zum Bearbeiten von Filmen. PaintCut GPro ist eine der interessantesten Formen des Zeichnens, die wir in unseren Lernfilmen auch eingesetzt haben. Die Meerglöckchen, weiße funkelnde Blüten, Frühlingsmusik des Waldes. Also Schritt 4. Selbstgesprochener Text plus PaintCut's GPro-Programm plus freie Musik plus Audacity-Programm plus Pinnacle-Studio-Programm plus Untertitel ist Lernfilm 4. Unser neuer Lernfilm Zungenbrecher ist im Entwurf. Ich habe ihn schon mit den Teilnehmern unserer Facebook-Gruppe besprochen. Die Kollegen verwiesen mich auf einige Fehler, die ich und mein Schülerteam vermeiden müssen. Die dicke Dame durfte den dicken Dreck getragen hat. Da dank die dicke Dame dem dünnen Diener, das der dünne Diener. Die dicke Dame durfte den dicken Dreck getragen hat. Der dritte Videowettbewerb Gesehen, Gefilmt, Gelernt hat gestartet. Alle Teilnehmer können in unserer Facebook-Gruppe über eventuell auftretende Probleme beim Filmemachen diskutieren oder ihre Meinungen austauschen. Mir gingen die Kollegen und das Organisatorenteam mit Nadja Blust und Andrea Percesco immer zu Hilfe. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Also Schritt 5. Alle Infos zum dritten Videowettbewerb Gesehen, Gefilmt, Gelernt finden Sie hier.